Hallöchen und willkommen zurück. Wir wollen nicht lange schnacken, denn es ist die letzte Runde, also fast letzte Runde. Es geht natürlich noch weiter, aber für die Leute im Stream wird das mit einer, wird hiernach eine etwas längere Pause stattfinden. Der Grund ist, es gibt Kaffee. Und ja, wenn man mich fragt, wie viel Kaffee ich eigentlich konsumieren kann, also es wird nachgesagt, dass, dass einige Kaffeeplantagen Bilder von mir aufhängen, weil ich deren, ja, weil ich deren Finanzen sicher. Und wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Willkommen zurück. Wie gesagt. Oh, da steht noch AFK. Das ist ja böse. Jetzt nicht mehr. Ja. Wir wollen wieder zurück zu Monsieur Corneo. Dem ollen Meh-Typen. Und was? Alle mal herhören! Was geht hier ab? Ich hab... In ihrer wilden Zerstörungswut hat die Gruppierung Avalanche Reaktor 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch diese Möchtegern-Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins, unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle, das Feuer in uns brennt weiter. Ja, aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne, sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Sehr interessant. Alleskönner, der letzte Job. Durch den Sturz der Platte benötigen viele Menschen in Slums deine Hilfe. Wenn du das Shinra-Gebäude einmal betreten hast, kannst du ihn jedoch nicht mehr zur Hand gehen. Versuche also vorher, möglichst viele Aufträge zu erledigen. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten sehen, sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Wir unterbrechen mit neuen Informationen. Okay, hier müssten wir aber eigentlich schon soweit fertig sein. Gucken wir nochmal. Oh. Sind ja noch einige Aufträge dazugekommen. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir jetzt überhaupt noch neue Aufträge? Also hier zumindest nicht. Das ist schon mal ganz gut. Ah, Moment. Bevor wir da hingehen, müssen wir diesen Umweg laufen. Es tut mir echt leid. Oh, hier gibt's jetzt doch Aufträge. Oh, Cloud, hast du Mugi und die anderen gesehen? Sie sind sicher auf ihrem täglichen Rundgang. Ich hätte ihnen sagen sollen, den heute ausfallen zu lassen. Falls du die Kinder siehst, könntest du ihnen sagen, dass sie zurückkommen sollen? Du erkennst sie an ihren... Ich glaube, ich weiß schon. Bleib du mal ruhig hier. Warte hier auf die Kinder. Okay? Ja, wird gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Okay. Es gibt... Die werden jetzt wohl nicht mehr so direkt aufgezählt, aber egal. Wir müssen unbedingt nochmal zur Kirche. Das habe ich schon die ganze Zeit... Hey! Hey. Du musst Cloud sein. Sam hat mir schon so viel von dir erzählt. Wenn uns jemand helfen kann, dann du.
Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt 3 Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke. Ja, nicht dafür. Also, du kannst nun in Chocobo-Kutschen schnell zwischen verschiedenen Punkten hin und her reisen. Das ist cool. Finde im Auftrag Chocobo-Suche weitere Chocobos, um zusätzliche Zielpunkte freizuschalten. Untersuche den Fahrplan an einer Chocobo-Haltestelle und rede mit einem Mitarbeiter, um in einer Chocobo-Kutsche mitzufahren. Okay. Ah, das ist cool. Oh, geil. Das ist ja noch cooler. Ah. Okay. Das ist ja richtig perfekt. Okay, wir nehmen einen größeren Umweg in Kauf, weil wie wir sehen, haben wir hier 2 Punkte, die mit unserer Quest zusammenhängen. Und weil wir ja eh gerade auf dem Weg sind, diese Materia aus der Kirche zu holen, funktioniert es ja sehr gut. Wir kennen uns ja schon. Der Alleskönner, du kommst gerade wie gerufen. Äußerst angenehm. Gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung Blatt des Lebens. Das ist doch keine Zeitung, nur ein dreckiges Propagandablatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. neugierig? Nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand Geringerem als dem mysteriösen Racheengel der Slums. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und? Wie sieht's diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse. Sehr gut. Also dann, hier. Wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuche, mir meinen Optimismus zu bewahren. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Und was soll ich machen? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Sehr gut. Na, es passt ja immer besser mit, wir wandern hier nochmal hoch. Weil damit haben wir nämlich mehrere Quests, die wir hier abliefern können. Richtig geil. Aber ich wundere mich ein bisschen. Früher wurden diese Aufträge zumindest mal angezeigt. Sehr seltsam. Habe ich hier vielleicht irgendetwas? Moment. Aha. Nee, irgendwie nicht. Wie auch immer. Wir wollen uns hier jetzt erstmal um diese Alleskönner-Quests kümmern, weil das passt nämlich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Weil die eine Quest führt uns nämlich auch direkt vor die Kirche. Und direkt vor die Kirche ist perfekt. Genau das brauchen wir. So, die Gegner hier sollten jetzt nicht sonderlich Probleme darstellen. Was war das denn? Moment. Auch hier ist irgendwas. Ja. Wer bist du denn? Bist du einer der Jungen? Mugi! Das ist das vermisste Balk. Wie bitte? Vermisstes Balk? Geht's noch? Wie?
Was treibst du denn hier? Bist du allein? Nicht allein. Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Schon wieder Geister. Da, das ist die Stimme. Danach waren die anderen weg. Achtung! Schon wieder Geister. So, dann wollen wir mal. Oh, war ja. Roll dich. Ja, Das gefällt mir gar nicht. So, Magie. Wir probieren es nochmal mit Feuer. Ich weiß nicht, ob das das Richtige war. Ja, es war Schwäche. Dann nochmal Feuer. Um die Schwäche auszunutzen. Es kann nicht sein, dass hier irgendwelche Geister mit der Meinung sind, uns hier irgendwelche Kinder zu ärgern oder zu verschrecken. Auch wenn das nicht so viel bringt. Aber dann gehen wir mal auf. Das wollte ich nicht. Aber ein bisschen Terror. Warum klappt das nicht? Ach, ich glaube, das Vieh ist gerade unsichtbar geworden. So, nochmal. Ich würde ganz gerne Magie von tiefer auf das Phantom haben. Reflex ist richtig. Magie. Oh, gar keine Magiepunkte mehr über. What? Mir fällt gerade auf, dass die voll wenig Lebenspunkte haben. Wir fangen erstmal mit Cloud an. Und nochmal Vitra auf tiefer. Autsch. Wirklich zum Thema keine starken Gegner. Gegenstände. Äther auf Cloud. Und haben wir hier. Nee, keiner da, der Magie benötigt. So, einer ist weg. Magie nochmal. Feuer. Nein! Autsch! Der hat Reflex angesetzt. Na klar. Jetzt wissen wir, was Reflex liefert. Jetzt müssen wir nämlich mit Nahkampfattacken eingreifen. So. Einmal kurz Dance-Wechsel und dann probieren wir es mal damit mit dem Schwertwirbel. Wow. Das war aber dolle. In Ordnung ist. Verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Helmchenhof. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Cloud, das hier habe ich vorhin gefunden. Wenn du willst, kannst du es haben. Vorlaute Berger. Das gefällt mir. Supi. Damit haben wir zumindest den Auftrag abgeschlossen und uns wurden die MP, TP und MP regeneriert, wenn ich das richtig gesehen habe. Geil. So habe ich das gern. So mag ich meine Aufträge. Aber das war noch nicht alles. Das war erst der erste Auftrag. Und wir haben hier noch mehr vor. Dafür müssen wir hier entlang laufen. Und guckt mal, da drüben ist eins der Chocobos. Dafür bin ich nämlich hergekommen. Oh, du Armer. Alles ist gut. Wir haben dich gern. Oh nein!
Ist das nur einer? Ja, das ist nur einer. Da kommt gleich ein Angriff. Wir müssen hier mal ein bisschen... Ja, war klar. Aufpassen. Magie... Ich glaube, Aero ist hier ganz gut gegen den gewesen. Oder auch nicht. Achso, das kommt von ihm. Das ist ja dreckig. Komm. Geh da mal nach oben zu ihm. Au. Na gut, dann probieren wir es halt eben mit Eis. Hat er ihn gerade in irgendeinem Angriff geheilt? So, Cloud hat gerade eben wieder Magie offen. Dann probieren wir es nochmal mit Blitz. Moment. Das muss ich nochmal hier. Fertigkeiten, Analyse. Irgendwas stimmt doch hier nicht. So, absorbiert Magie. Nein. Wie schlecht. Okay. Aber hier sehen wir zum Glück auch seine Lebenspunkte. Na gut, wenn das so ist, dann kann Tifer mal eine Fertigkeit ansetzen. Und zwar auf Hochtouren. Barret kann sich einmal ganz kurz selbst heilen. Im Anschluss dessen hat er noch einen Limit Break offen. Das kann er auch gleich machen. Das ist ja kein magischer Angriff. Achtung, Feuer. Und jetzt packt das Ding zu Kleinholz. Ja, weiter so. Wunderbar. So. Chocobo! Du bist frei! Oh. Sehr schön. Wir haben jetzt eine neue Route freigeschaltet, wofür auch immer wir die brauchen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Genau, hier drüben bei dem Aussichtspunkt, da ist das Versteck vom Racheengel. Glücklicherweise nicht vom Rocheengel, sondern vom Racheengel. Wollen wir doch mal darüber. Kurz und schmerzlos. Jetzt kommt ich auch so eine Idee. Mal ein bisschen auf Entfernung. Der macht uns hier gleich wieder seine komischen Spuckangriffe. Darum geht man lieber gleich drauf und weg von ihm. Bis wir am Ziel sind. Deswegen. Das Ding geht nämlich echt noch in die Luft. So. Ich muss mal schauen. Müssen wir hier hoch? Ich glaube ja. Das kommt mir so bekannt vor hier. Ja, doch. Ach Mensch, guck mal, da haben wir wieder die Mutti. Mir war so klar, dass sie der Racheengel ist. Hi. Hey Söldner. Bist ihr heute in Begleitung unterwegs? Ich bin Mirai. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen, flüchtige Bekannte. Was machst du hier? Vermutlich das gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Corneus Kronjuwelen? Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Wenn der Racheengel vor uns hier war, hat er die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben. Das mag wohl sein. Aber ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Gute Frage. Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht es eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Wenn das so ist? Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Ihr könnt sie gar nicht übersehen.
Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Da bin ich überfragt. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Okay, Kyrie, die sagt mir aber irgendwas. Hier drüben liegt noch eine Info. Hinweis zu Corneos Schatzkammer. Geben wir es ihr doch mal. Kiri erkennt man sofort. Sie ist das Mädchen mit den geringelten Strümpfen und dem schicken Hut. Na gut. Ach so, wahrscheinlich ist das die Information, die unser Dude benötigt. Wir nutzen mal hier mal ein paar Supertränke. Und auch ruhig ein paar Äther. Weil Cloud hat irgendwie nicht mehr ganz so viele Magiepunkte über. So, schon besser. Okay, auch hier sind wir durch. Und das alles nur, obwohl wir eigentlich gerade zur Eris Kirche zurück wollten. Aber das ist schon ziemlich praktisch, weil wir hier einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ach komm. So, Magie, Blitzra und weg mit dir. Und jetzt geht weg. Kommt weg, kommt weg, kommt weg. Wunderbar, habt ihr schön gemacht. Ich bin gerade sehr, sehr stolz auf euch. So, ich glaube, wenn wir hier lang gehen, kommen wir eigentlich relativ flott dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Naja, nicht wirklich flott. Weil wir müssen hier rüber. Achso, das ist der Bahnhof. Wir wollen aber da hinten hin. Also wir haben noch einen ganz schönen Weg vor uns tatsächlich. Passt auf, wir gehen einfach den Weg zurück, den wir gekommen sind, weil von dort aus geht es ein bisschen schneller als durch diese ganzen verwinkelten Gassen. So. Ne, noch ein Stück raus. Dann laufen wir über den Bahnhof. Da wird es hier... Ach Mist. Egal, wir flüchten hier einfach aus dem Kampf. So, Flucht ist geglückt. Und jetzt muss man überlegen, der Weg war es nicht. Welcher Weg war es denn? Ah, der Weg. Außerdem haben wir dann die Schokobo-Wege an der Stelle frei. Also die Schnellreisewege. Das ist auch sehr praktisch. Und jetzt hier. Oh, wait. Mein Interesse hat schon gar nichts mehr mit Arbeit zu tun, sondern mit Leidenschaft. Okay, ich dachte, wir hätten durch die Information... Wobei, haben wir, müssen wir vielleicht die Information lesen? Kann es das sein? Gegenstände... Da, Gegenstände, Schlüsselgegenstände und hier hatten wir doch... Hinweis, aha. Ich verrate dir mal, wo Corneo seine Reichtümer lagert. Slums von Sektor 5, Stahlberg. Kanalisation stillgelegt, der Bereich zur Schlammor... Okay. Ja gut, wir hatten... Kanalisation hatten wir schon eine Sache gesehen. Wo waren das noch? Wir hatten auf jeden Fall mehrere Punkte, an denen wir definitiv gesehen haben, dass man da die Hilfe von Don Corneo benötigt. Oder zumindest den Schlüssel von Don Corneo. Hier wäre ein Schokobo-Punkt. Ah, okay. Ja. Oh nein, Johnny! Da saß wieder Johnny. Na gut, reden wir mal kurz mit Johnny. Auch wenn er ein Derp ist. Ich mag ihn überhaupt nicht. Wo hockt er denn? Da hockt er.
Bruder! Tifa! Mann, oh Mann, tut das gut, euch zu sehen. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Bruder, ich bräuchte dringend deine Hilfe. Hast du mal eine Minute? Was geht's? In letzter Zeit wurde es mir hier echt zu viel. Ich hatte schon meine Sachen gepackt und war drauf und dran abzuhauen. Als mir plötzlich mein ganzes Geld aus der Tasche gezogen wurde. Was habe ich auch für ein Pech? Warum immer ich? Ich bin ihr nachgelaufen, aber die war so schnell. Ohne Geld komme ich hier doch nie weg. Bitte hilf mir, Bruder. Bitte, bitte. Der Täter war eine Sie? Danke, Bruder. Ja, eine junge Frau. Sie hatte schwarze Haare, ganz hübsch eigentlich. Und ich glaube, sie hatte einen Hut auf. Und, ja genau, sie hatte gestreifte Socken an. Kiri? Wo ist sie hin? In Richtung Kirche, glaube ich. Na, das wird ja immer besser. Kiri ist Richtung Kirche gelaufen. Moment, wo laufe ich jetzt hier lang? Definitiv in die falsche Richtung. Das finde ich super. Denn auf die Art und Weise bewegt sich alles immer mehr in Richtung Kirche. Und es lohnt sich immer mehr dorthin zu gehen. Hey Bruder! Ey, dieser Typ geht mir so auf den Puffer. Wer wagt es? Ja, komm. So, weiter geht's. Hey, das war mein Spruch. Ich sag immer, weiter geht es. Okay, da drüben ist irgendwas. Ich glaube aber... Achso, nee, das ist der Weg hier wieder zu Tante Elfriede. Nein, ich bin den falschen Weg gelaufen. Da war hier noch... Nein, ich bin den falschen Weg gelaufen. Och, dammit. So viel zum Thema Abkürzen. So, also nochmal hier ab durch die Kisten. So, und ich weiß nicht, ob ihr das den Anruf mitbekommen habt, aber das war der Anruf, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich werde jetzt hier erstmal eine Pause einlegen, weil es jetzt nämlich gleich für mich erstmal Kaffee gibt. Und... Dementsprechend an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich bald wieder. Hey! War sie das nicht? Ah, ich hab's doch ganz genau gesehen. Na gut, wir jagen ihr hinterher, aber nicht jetzt. Also bis bald oder bis gleich. Ich denke mal so, spätestens 17:30 sollte ich wieder hier sein. Also, bis später.